Das ist ja an sich schon mal sehr cool, dass man dann einfach die anderen kontrollieren kann. Wird noch sehr nützlich werden, okay. Wieder offen, jetzt will ich schnell den hier rüberschieben, dann draufklettern, hoch und hier auch noch hoch und... Ah, verdammt, ist runtergefallen. Elfmord. Krasse Scheiße, ey. Okay, wahrscheinlich hätte ich... Ach, verdammt, ich Idiot. Vielleicht da oben ist nicht nochmal hin? Ah. Out of order. Ich muss hier erst noch den, das Teil von da unten holen, dass wir da hinziehen. Dann kann ich wahrscheinlich alle da oben hin muss, aber vielleicht finde ich da noch ein paar Geheimnisse oder sowas, ich weiß ja nicht. Oh, nicht, dass ich den jetzt weiterhin geschoben habe. Haha, jetzt habe ich schon gehofft, dass ich ein Easter Egg oder so eine coole Scheiße gefunden habe. Nein, habe ich nicht. Okay. Werde ich erst die rote Chipkarte. Erste rote Chipkarte. Die finde ich wahrscheinlich hier. Nein, dafür brauche ich die blaue Chipkarte. Okay, wo finde ich die blaue Chipkarte? Ah, nein, nein, stopp, halt, ich weiß. Darf ich wieder nach oben und einmal wieder den ganzen Weg zurück. Ja. Okay, also. Nein. Und dann kannst du wieder nach oben. Nein, nicht so weit nach oben. Okay, entweder nach unten. Thank you.
Okay, dumm, dumm, dumm. So einfach wieder bin ich davon. Ich hätte schon das. So, welche Keycard habe ich jetzt? Ich glaube die rote. Die rote war angeblich da oben. Blaue, oder? Ich habe keine Ahnung. Dann werden wir nachgucken. Blaue. Ja, da war die blaue. Verdammt. Also mitkommen. Also ist aus, das ist ja auch mit ein bisschen Rätselraten verbunden. Also nicht nur mit wilden Rumgeballer, sondern eher mit ja, ein paar Geschicklichkeitsspielen dabei. Auch wenn man nicht jetzt noch nicht so unbedingt geschickt sein muss. Also irgendwie möchte das hier nicht so, um kurz zu gucken, ich wurde gerade in Skype angeschrieben, wenn da was möchte. So, alles klar, weiter geht's. Continue. Okay, also irgendwie ist das hier sehr komisch mit dieser Steuerung, die... Okay, also ich muss nach vorne und nach hinten gehen. Dumb. So, ich kann schon mal etwas vorgehen. Oh oh. Hier wurde anscheinend schon mal jemand ordentlich weggemetzelt. Kein Football mehr. Kein Football mehr. Okay. Ich kann doch hier die ganze Zeit irgendwelche Steps. Naja. Never mind. Oh Gott. Wir müssen wieder zurück. Komm mit blaue Keycard. So. Ja, ätzend als. Ich gut durchdacht. Hinter der. Wir sind rechts. Okay, lass mich hier reden. Oh, was ist das? Okay.
Okay. Und schubs jetzt aber. 1, 2. Ja, jetzt habe ich ihn. I got a huge dump. Okay. Und ich nehme die Pfeil für mich. Oh, hier mit fahren. Wumm. Scheiß, wir wieder zurücklatschen. Jetzt habe ich unten diese Kiste vergessen. So, und jetzt haben wir durch die Sachen so ziemlich gelöst. Oh. Ja, jetzt auf einmal. Wenn er das alles wusste, warum ist er dann nicht selber da rausgegangen? Ja, komischer Typ. Und eine Pistole. Okay, das ist der Ton noch einmal weg. Nanu. Was soll das jetzt? Das war ordentlich. Okay. Weiter geht's hier. Airfield Escape heißt die nächste Map. Ich denke aber mal, dass das bis jetzt einen Eindruck von dem Spiel gegeben hat. Mir persönlich, naja, es ist ein netter Zeitvertreib, vielleicht wenn man zu zweit spielt, man kann das Ganze auch im Koop zocken, ist es vielleicht besser. Aber mir persönlich gefällt es nicht so unbedingt. Ganz lustig, coole Animationen mit Movies, Skit-Scenes und so weiter. Sind auf jeden Fall dabei. Ja, das ist halt echt monoton. Oh. Halt ein Spiel für zwischendurch. In dem Sinne würde ich sagen, brechen das Ganze dann hier ab. Wenn ihr Interesse an dem Spiel bekommen habt, könnt ihr es euch da selber kaufen. Es gibt es bei Steam. Hardboiled Chicken heißt es.
Kostet nicht viel. Maximal 10 Euro würde ich sagen. Ja, wie gesagt, ihr könnt mir einen Kommentar lassen, wie ihr es von dem Spiel haltet oder ob ihr es wirklich für unnötiges Zeugs haltet. Ich meine, mit dem Chicken durch die Gegend rennen, das brutal Leute tötet, ist mal was Neues. Aber vielleicht ein bisschen komisch umgesetzt. Ich würde sagen, ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und tschüss. Take some pro wings, make them cool, sell those. The sneaker head to be like, ah, he got the Velcro. Whoa. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up, this is fucking awesome. Ow. I'm gonna pop some tags, only got $20 in my pocket. I'm hunting, looking for a come up, this is fucking awesome. What you know about rocking the wolf?